Hallo und herzlich willkommen bei Maritim. Statt Refit geht es heute aufs Wasser. Wir nehmen euch mit auf den Nord-Ostsee-Kanal. Ich weiß, dass viele Leute Respekt vor dem NOK haben. Und um euch die Angst zu nehmen und euch zu zeigen, dass das alles gar nicht so schwer ist, haben Marc und ich die 2 Tage gefilmt. Wir begleiten heute den Eigner dieses Schiffs auf dem Weg von der Ostsee auf die Nordsee. Los geht es morgens in Kiel. Vom Hafen sind es nur ein paar Meilen bis nach Holtenau, wo sich die Schleuse zum Nord-Ostsee-Kanal befindet. Die ersten großen Pötte sind schon zu sehen. Diese wollen natürlich auch alle durch den Kanal. Und genau das macht das Ganze so spannend und teilweise auch unheimlich. Denn auf freiem Gewässer kommt man den großen Frachtern eigentlich nie so nahe. Aber alles halb so wild. Während wir auf die Schleuse zufahren, mache ich schon mal die Fender an beiden Seiten parat. Man weiß ja vorher nicht, auf welcher Seite man festmachen wird. Wichtig ist, dass die Fender ganz weit unten hängen. Sie sollten mit der unteren Spitze das Wasser berühren. Warum? Das seht ihr nachher in der Schleuse. Und jetzt warten wir darauf, dass wir rein dürfen. Dort gibt es eine Anzeige mit verschiedenen, ich sag mal, Ampeln. Und im Prinzip sind die eigentlich alle irrelevant für Sportschifffahrt. Die meisten gelten für die Berufsschifffahrt. Für Sportschifffahrt ist nur eine wichtig, und zwar die weiße. Wenn die funkelt oder blinkt, dann dürfen wir rein und sonst nicht. Hier Kanal 4, hier ist Serenity auf Kanal 12. Der Schleusenwärter sagt uns über Funk, dass es noch geraume Zeit dauern wird, bis wir rein dürfen. So, wir müssen jetzt warten, bis die Schleuse aufmacht, und wir haben jetzt hier im Vorhafen in Holtenau noch kurz festgemacht. Die Gebühr für den Kanaltransit kann man an diversen Zahlautomaten bezahlen, zumindest theoretisch. Dieser hier ist außer Betrieb. Da kommt gleich die Advantage Point aus der Südkammer und dann Nummer 1, Südmitte, mittlere Wasserstelle. Wir hören Kanal 12 ab, um mitzubekommen, wann es losgeht. Erstmal ist die Berufsschifffahrt dran. Doch dann das weiße Licht. Wir dürfen. Es geht nicht in die alte, kleinere Schleuse, sondern in die größere weiter südlich. Die nördliche Schleuse wird seit Jahren wegen Baufälligkeit nicht benutzt. Jetzt 3 Stunden tatsächlich gewartet, weil die eine Schleusenkammer geschlossen war wegen Ölteppich. Und dann ging es halt nur noch über eine, und jetzt sind wir da mal dran. Normalerweise werden Sportboote mit anderen Sportbooten geschleust. Doch seit die alte Schleuse in Kiel geschlossen ist, kann es durchaus vorkommen, dass man gemeinsam mit den großen Pötten durch die Schleuse muss. Ist aufregender, und man sollte die Strömung durch die Schraubenwasser der Frachter bedenken, wenn man in den Genuss einer gemeinsamen Schleusung kommt. Wir haben heute aber Glück. Es werden nur Sportboote geschleust. Wenn der Schleusenwärter keine bestimmten Anweisungen gibt, dann kann man beidseitig festmachen. Das ist ganz schön tief da unten, hä? Ja. Und nun seht ihr, warum die Fender so tief hängen müssen. Auf dem superniedrigen Schwimmsteg gibt es Ringe zum Festmachen, was für Einhandsegler natürlich etwas komplizierter ist als Klampen. Wenn große Frachter mit in der Schleuse sind, sollte man besser noch eine Spring setzen. Hinter uns schließt sich das Tor. Eigentlich ist der Schleusvorgang hier absoluter Luxus. Da man am Schwimmsteg festgemacht ist, muss man beim Schleusvorgang keine Festmacher dicht holen oder vieren, da man sich ja mit dem Steg zusammen bewegt. Und das war's auch schon. Das Tor vorne geht auf, wir machen los und fahren durch. Und das war die erste der beiden Schleusen. Und nun starten die 98 Kilometer einmal quer durch Schleswig-Holstein.
Und hier auch schon die erste Brücke, unter der man durchfährt. Insgesamt sind es 10 Brücken, die den Nock queren. Alle Brücken haben eine Durchfahrtshöhe von 42 Metern. Ich schätze mal, dass keiner von euch ein Segelboot hat mit so einem langen Mast. Oder etwa doch? Wenn du durch so eine Brücke durchfährst, auch wenn die 40 Meter hoch ist, du hast immer das Gefühl, das passt nicht. Du möchtest im letzten Moment wirklich noch den Rückwärtsgang reinmachen. Ja, ja. Als Sportboot haben wir uns rechts zu halten. So können die großen Pötte überholen. Also, wie auf der Straße, Rechtsfahrgebot. Immer wieder spannend sind auch die passierenden Fähren. 14 sind es insgesamt. Aber dazu später mehr. Da wir so lange gewartet haben, ist der Hunger bei der gesamten Crew groß und Marc kocht uns erstmal etwas Leckeres zu essen. Währenddessen passiert oben etwas Spannendes. Und zwar ist ein Frachter in einer sogenannten Weiche zum Stillstand gekommen, um einen größeren entgegenkommenden Port passieren zu lassen. Wir überholen den Frachter an Steuerbord. Fühlt sich erstmal komisch an. Ich meine, rechts überholen, hallo? Aber wir möchten natürlich nicht in der Fahrwassermitte mit dem entgegenkommenden Verkehr zusammentreffen. In den Weichen ist das Becken so breit, dass zwei große Pötte nebeneinander passen. Im Rest des Kanals ist das nicht so. Und da trifft also der Gegenverkehr ein. Hier noch ein kleiner Fun-Fact. Ihr seht oben an der Brücke am Signalmast dieses lustige reusenartige Netz und den Ball darunter. Das hier ist ein Frachter in der sogenannten Verkehrsgruppe 5. Ist der Ball über dem Zylinder, dann handelt es sich um ein noch größeres Schiff der Gruppe 6. Schiffe der Verkehrsgruppen 5 und 6 haben immer einen Lotsen an Bord. Bei der Gruppe 4 ist es noch nicht Pflicht, aber durchaus üblich. Fürs Essen machen wir kurz den Autopilot rein. Allerdings ist das nur unter bestimmten Umständen erlaubt und man sollte dabei höllisch aufpassen. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Nun, da wir hier nicht so viel Auslauf haben, wird erstmal eine Runde gepufft. Ach ja, das Thema Geschwindigkeit habe ich ja noch gar nicht erwähnt. 15 km/h ist hier die Maximalgeschwindigkeit, das entspricht etwa 8 Knoten. Alle Angaben im Kanal sind in Kilometern und nicht in Seemeilen. Hier seht ihr wieder Zylinder und darunter den Ball, also Verkehrsgruppe 5. Und was soll das überhaupt mit den Gruppen? Die Zahlen der einzelnen Schiffe, die sich passieren, werden zusammenaddiert und es gibt gewisse Abschnitte, wo zum Beispiel nur in der Summe 6, 7 oder 8 passieren dürfen. Die Gruppierung verhindert also Zusammenstöße. Apropos Zusammenstöße. Die Fähren, die regelmäßig das Fahrwasser queren, können einen ziemlich nervös machen. Das Beste ist einfach, Kurs und Tempo beizubehalten. Bremst man unvorhergesehen ab, finden das die Kapitäne nicht so lustig. Viele Kilometer des Nordostseekanals sehen genau so aus. Viel Grün. Ab und an ein Industriegebäude. Und manchmal eine Brücke. Diese hier ist etwas Besonderes. In Rendsburg befindet sich diese Eisenbahnhochbrücke mit darunter hängender Schwebefähre. Sobald wir passiert haben, fährt die Schwebefähre los. Die Schwebefähre war 6 Jahre wegen einer Kollision mit einem Frachtschiff defekt, also ist es umso schöner, sie jetzt wieder fahren zu sehen. Viele machen hier in Rendsburg Halt für eine Übernachtung. Es gibt diverse Marinas. Doch wir wollen noch ein Stückchen weiter. Und hier mal ein ganz großer aus der Verkehrsgruppe 6. Bei Kilometer 40,7 kommt unsere Abbiegung. Wir fahren hier für die Nacht in den Gieselau-Kanal ein. Kaum ist man 100 Meter vom Kielkanal entfernt, hat man das Gefühl, in völliger Einsamkeit zu sein. Das Boot gleitet über spiegelglattes Wasser. Bäume und Gebüsch hängen tief übers Wasser hinaus. Einen halben Kilometer später kommt die Gieselau-Schleuse zum Vorschein. Davor sind Stege, wo man für die Nacht festmachen kann. Hier gibt es keinerlei Infrastruktur. Keine Duschen, keinen Strom, keine Kneipe, keinen Supermarkt.
Und genau deswegen sind wir hier. An diesem friedlichen Ort zu liegen, nachdem den ganzen Tag der Motor gelaufen ist, ist eine herrliche Wohltat. Wer in der Hochsaison hier einen Platz sucht, sollte nicht erst um 8 Uhr abends eintreffen. Hallo! Und wie findest du es hier? Ist wunderschön. Schön einsam in der Natur draußen. Ja, schön. Wunderschön. Finde ich auch. Wir freuen uns über die Gelegenheit, uns die Beine zu vertreten und die Landschaft zu erkunden. Und auch den örtlichen Bewohnern sagen wir kurz Hallo. Ihr seid doch glücklicher als im Stall, ne? Ja, 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 autsch. Und dann lassen wir den Abend bei einem Glas Wein im Cockpit ausklingen. Am nächsten Morgen haben wir etwas verpennt. Der Liegeplatz war so ruhig, dass wir wie Steine geschlafen haben. Daher geht es direkt weiter. Frühstück gibt's dann unterwegs. Ein paar andere Boote legen zeitgleich ab. Und raus geht's auf den Nock. Kaffee gibt's übrigens aus den maritimen Kaffeebechern. Wer diesen Kanal unterstützen möchte, darf gerne welche im Shop kaufen. Segel oben, denkt ihr euch jetzt? Segeln auf dem Nock ist verboten. Segel setzen, während der Motor läuft, aber nicht. Noch 28 Kilometer. Unterwegs gibt es Frühstück. Brunsbüttel kommt näher, deshalb wechseln wir den UKW-Kanal. Der Nock ist in 4 verschiedene Funkkanäle aufgeteilt. Kiel-Schleuse, Kanal 12, Kiel bis Breiholz, Kanal 3, Breiholz bis Brunsbüttel, Kanal 2 und Brunsbüttel-Schleuse, Kanal 13. Je näher wir Brunsbüttel kommen, desto mehr ist auch klar, hier ist fertig mit Natur. Die Industrie überwiegt. Ist immer wieder beeindruckend, so nah an den großen Dampfern vorbeizufahren. Wir machen fest im Yachthafen Brunsbüttel, direkt rechts von der Schleuseneinfahrt. Da es hier einen Crewwechsel gibt, bleibt das Boot erstmal hier. Auf der Außenseite der Schleuse gibt es nämlich keine guten Liegemöglichkeiten. Hier ist zwar auch nicht besonders ruhig, aber immerhin gibt es etwas zu gucken. Das Prozedere bei der zweiten Schleuse ist im Grunde das gleiche. Auf Signal vom Schleusenwärter warten, reinfahren, festmachen, warten, wieder rausfahren. Die Großen machen es hier vor. Also, ich hoffe, ihr habt etwas mitgenommen in diesem Video und vielleicht etwas weniger Angst vor eurer ersten Kanalpassage. Oder vielleicht habt ihr den Nock ja schon hinter euch? Berichtet doch gerne in einem Kommentar davon. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen, abonniert gerne den Kanal und wenn ihr möchtet, dann schaut gerne mal in die Links in der Beschreibung. Dort findet ihr zum Beispiel meinen Online-Shop oder auch diverse Kurse und Seminare, die euch vielleicht den Winter verkürzen. Ahoi und bis zum nächsten Mal!